Hey Leute, inzwischen ist die letzte typisch WhatsApp-Folge auch schon ein bisschen her und ihr habt mir ziemlich viele Anregungen gegeben, dass ich doch letzteres eine neue Folge machen soll und deswegen gibt's heute typisch WhatsApp Nummer, keine Ahnung was, los geht's. Hui! Es gibt so einen einzigen Moment, wo man nicht auf Twitter, Facebook oder YouTube unterwegs sein sollte und das ist, wenn WhatsApp down ist. Dun dun dun! In diesem Zeitpunkt sollte man sich am besten barrikadieren und nicht mehr auf Twitter, Facebook oder YouTube gehen. Es ist allgemein einfach viel zu lustig zu sehen, wie die ganzen Leute sich aufregen, dass WhatsApp down ist, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. WhatsApp ist down! Was ich wiederum jedoch manchmal nicht an WhatsApp verstehe, ist, warum mein Chatpartner gegenüber seine kleinen Fingerchen nicht bewegen kann, mir zu antworten. Denn hey, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, dann antworte ich doch auch immer sofort. Ich fliege fast förmlich dahin. Okay, ich könnte schwören, das sah gerade aus wie eine kleine Ballerina-Einlage. An jene, die nicht so viele Leute auf WhatsApp haben, also genauso wie ich, die werden sich jetzt wirklich angesprochen fühlen. Denn wenn man auf WhatsApp nicht allzu viele Nachrichten bekommt, freut man sich über jegliche Nachrichten, die irgendwie reinflattern. Leider sind das Ganze manchmal auch Nachrichten wie Kettenbriefe und die sind wirklich... Die Person, die es dann abgeschickt haben, möchte man dann zärtlich streicheln, danach ein bisschen verprügeln, noch mehr verprügeln und noch mehr verprügeln! Okay, ich beruhige mich. Ich habe absolut keinen Plan, wie meine Freundin und ich das immer hinkriegen, aber in einem Gespräch bringen wir so ungefähr 50.000 Unterthemen ein. Und das in nicht mal einer Minute. Das ist schon wirklich ziemlich erstaunlich und wenn meine Freundin mir jetzt gerade zuguckt, hi Mausi. Denn wenn man zwei verplante Menschen hat, ich und meine Freundin, dann endet das sehr schnell darin, dass man 5.000 Themen auf einmal bespricht und am Ende nicht mehr weiß, worüber man gesprochen hat. Jetzt mal so von mir zu euch Zuschauern, wie viel Satzgebilde muss man schreiben, damit man ungefähr 10 Minuten lang dran sitzt, ein einfaches Hey zu schreiben. Ich meine, das mache ich, wenn ich an der Kasse stehe und nebenbei bezahle. Ein Fehler, der zum Beispiel bei mir relativ häufig auftritt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ist, wenn ich eine Sprachmemo aufrufe bei WhatsApp, dann wird das Bildschirm Dingsbums auf einmal schwarz und ja, die Sprachmemo wird leiser. Im Endeffekt darf ich mir die elendlangen Sprachmemos nochmal anhören. Yay. So, und zu guter Letzt kommt die liebe Dr. Masche. Ich meine, wer von euch kennt dieses Phänomen nicht? Ihr schreibt einmal einen anderen Smiley oder macht einen Smiley, der nicht so gerade glücklich wirkt, dann seid ihr sofort krank, habt Depressionen oder wollt euch gleich in den Tod stürzen. Auf WhatsApp ist natürlich jede kleine Veränderung sofort ein Indiz dafür, dass es einem schlecht geht. So zumindest laut einigen und das stimmt nicht. Ich wollte doch nur die Smileys ausprobieren. Ja, und habe ich irgendwas vergessen? Schreibt's unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und wie fandet ihr das Video? Fandet ihr es gut? Dann gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr jetzt hier oder da oder irgendwo anders auf die letzten beiden Videos klicken und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Also Leute, haut rein. Tschüss. Hui.